Leon erwachte mit dröhnenden Kopfschmerzen. Was ist passiert? Was zur Hölle ist? Er beendete seinen lauten Gedankengang sofort, als er sich aufrichtete, um seine Umgebung zu begutachten. Vor ihm befand sich ein brennendes Wrack, augenscheinlich von einem Flugzeug. Um ihn herum befanden sich Bäume, genauer gesagt Urwald, Dschungel, Gebüsch, Lianen und außerhalb des leuchtenden Scheins des Feuers nur Dunkelheit. Schlagartig traf ihn die Erinnerung, er war in einem Flugzeug, unterwegs nach, wie war das noch gleich? Ach ja, nach Brasilien, um seine Schwester zu besuchen, die dieses Wochenende eigentlich heiraten wollte. Lange hatte er sie schon nicht mehr gesehen, da sein schlimmer Alkoholismus eine längere Reise nicht zuließ. Schon während des Flugs hatte er mit dem warmen Entzug gekämpft. Jahrelang hatte er sich dagegen gesträubt, seine Schwester zu besuchen, da sein Zustand von Jahr zu Jahr schlechter wurde. Sein regelmäßiger Alkoholkonsum hatte ihn gezeichnet und die Arbeitslosigkeit, die mit seinem Alkoholismus einherging, hatten zu seinen Lebensverhältnissen nicht eben positiv beigetragen. Letztendlich schämte er sich und wollte in seinem jetzigen Zustand nicht unter die Augen seiner kleinen Schwester treten. Die Hochzeit wollte er aber keinesfalls verpassen. Also hatte er sich überwunden und ein Sparticket nach Rio de Janeiro gebucht. Alles verlief nach Plan und nach einigen Stunden Flug konnte er seine Angst in den Griff kriegen. Als im Flugzeug allerdings die Ankündigung der Landung erklang, gab es einen ohrenbetäubenden Schlag. Schreie, Rauch, Flammen, Panik, umherfliegende Körper und dann vollkommene Schwärze. Und dann war er hier aufgewacht. Die Erkenntnis seiner Situation ließ ihn die Augen aufreißen. Sofort blickte er an seinem Körper herunter, um zu prüfen, ob er verletzt war. Er konnte auf den ersten Blick, abgesehen von ein paar Schürfungen und einigen Blutergüssen, nichts weiter erkennen. Seine Jeans waren ein wenig zerrissen und sein Hawaii-Hemd hatte einige Knöpfe verloren. Ansonsten sah er nicht heruntergekommener aus als sonst. Er richtete sich auf. Ein Blitz ging durch seine Nervenbahnen und er sank mit einem Aufschrei wieder in sich zusammen. Scheiße, mein Bein, verflucht nochmal! Langsam versuchte er das schmerzende Bein bedächtig zu belasten. Wieder ein Schmerzensblitz. Gebrochen. Scheiße, scheiße, scheiße! Keuchte Leon angesichts seiner Notlage. Mit Schweiß auf der Stirn blickte er sich erneut um, diesmal genauer, mit der unbändigen Hoffnung, dass er sich alles nur eingebildet hatte und er bei einem zweiten Blick den Strand der Copacabana erblicken würde. Doch wie erwartet wurde er enttäuscht. Vor ihm war immer noch das leicht brennende Wrack des Flugzeugs. Es war in der Mitte auseinandergebrochen und der komplett vordere Teil war weg, mitsamt Cockpit. Wohl weggebrochen. Umgeben war er, als auch das Wrack, von Urwald, Sperber und Ameisenbäume und Lianen, Dickicht und ihm unbekannte Pflanzenarten. Neben ihm eine große Kraterspur, wo wohl das Flugzeug durchgebrochen ist. Vage erinnerte er sich an einen Film, den er vor längerem gesehen hatte. Die Situation war dieselbe. Flugzeugabsturz im Dschungel. Und er konnte sich erinnern, dass es kein gutes Ende für den Hauptcharakter nahm. Wie hieß der Streifen noch gleich? Er schluckte schwer. Er richtete sich sehr vorsichtig auf und blieb mit schmerzverzogenem Gesicht gebückt stehen in einer Position, die sein verletztes Bein nicht belastete. Mehr schlecht als recht humpelte er Richtung Wrack. Darin musste es etwas geben, das seine missliche Lage verbessern sollte. Vielleicht sogar weitere Überlebende. Wurzeln und Laub, Gebüsch und abgebrochene Äste lagen in seinem holprigen Weg. Erst jetzt fielen ihm die Haufen entlang des Kraters und im Wrack auf. Die Hoffnung auf weitere Überlebende erübrigte sich. Überall lagen die Leichen der Passagiere. Blutüberströmt, teils in Stücke gerissen vom Aufprall. Tote Augen starrten ihn an und schienen sein Humpeln bedrohlich zu beobachten. Ihre Münder, falls diese denn noch als solche erkennbar waren, waren zu einem letzten Todesschrei aufgerissen. Entsetzen zierte ihre bleichen Gesichter. Fassungslos blickte er die zutiefst verstümmelten Leichenteile an und fragte sich zugleich, wie zur Hölle er diesen Absturz überleben konnte. Blut, soweit das Auge reichte. Leblose Körper, überall.
Der Kopf einer Stewardess lugte aus einem Haufen von verbogenen Stahl hervor. Bei genauerem Betrachten sah er, dass es sich hier wirklich nur um ihren Kopf handelte. Der Rest ihres Körpers war nicht da. Es war ein grauenvoller Anblick. Leon erbrach sich herzhaft auf den laubbedeckten Urwaldboden. Wie zum Teufel kann so etwas durch einen Flugzeugabsturz passieren? Diese Verstümmelung! Erneut erbrach er sich, ohne an die fatalen Folgen der Dehydration zu denken. Scheiße! Entfuhr es ihm. Scheiße! Brüllte er erneut, diesmal lauter, während er versuchte, einen weiteren Schwall Galle zurückzuhalten. Langsam, aber sicher sickerte die Erkenntnis durch, dass er mitten im Dschungel einen Flugzeugabsturz hatte, wohl der einzige Überlebende war und zu allem Überfluss noch ein gebrochenes Bein hatte. Tränen ob seiner Hoffnungslosigkeit stiegen ihm in die Augen. Er humpelte weiter Richtung Wrack, in der Hoffnung, ein Funkgerät, Nahrung und Wasser oder wenigstens eines dieser kleinen Wodkafläschchen zu finden. Er hatte den ganzen Tag schon keinen Alkohol mehr gehabt. Eine lange Zeit für Leon. Er stand nun vor dem Wrack. Besser gesagt, da, wo mal ein Cockpit war. Und erst jetzt wurde ihm bewusst, dass doch das Funkgerät sich immer im Cockpit befand. Kein Cockpit, kein Funkgerät. Leises Gelächter entfuhr ihm. Seine Situation war dermaßen aussichtslos, dass er nichts anderes tun konnte, als zu lachen. Nun ja, schlimmer kann es zumindest nicht mehr kommen, kicherte Leon im Wahn zu sich selbst, nicht wissend, wie schwer er sich hierbei täuschte. Er sackte in sich zusammen und blieb an Ort und Stelle liegen. Was sollte er nur tun? Am Wrack abwarten und riskieren, dass die Leichenteile Raubtiere anlockte? Riskieren, dass Rettung zu spät eintrifft und sein Bein sich entzündete? Oder aber die Zivilisation suchen? Eventuell war er ja nur einige Kilometer von der nächsten Stadt entfernt. Oder hunderte von Kilometern. So riskierte er aber, dass die Rettungskräfte ihn nicht so einfach finden würden. Doch noch bevor er eine Entscheidung treffen konnte, schlief er ob seiner Erschöpfung und Verzweiflung ein. Leon erwachte erneut vor dem Wrack. Als erstes drang der stechende Schmerz seines Beines erneut in seinen Kopf und zwang ihn aufzukeuchen. Die Situation, in der er sich noch immer befand, drang zurück in seinen Kopf und traf ihn wie einen Hammerschlag. Durst plagte ihn und sein Magen knurrte ebenfalls. Den Drang nach Alkohol konnte er angesichts seiner Situation noch einigermaßen unterdrücken. Er richtete sich auf und sah sich um. Die kleinen Flammen des Trümmerfeldes waren mittlerweile erloschen. Abgesehen davon war alles, wie er es in Erinnerung hatte. Obwohl, Moment, etwas stimmte nicht. Etwas war anders. Er konnte allerdings nicht mit dem Finger darauf zeigen. Sehr merkwürdig. Aber er wusste, er täuschte sich nicht. Es sei denn, die Dehydration ließ ihn bereits langsam verrückt werden. Er musste wieder an diesen Film denken. Zum Teufel, wie hieß der noch gleich? Wie dem auch sei. Nun musste er seinen Durst löschen. Er setzte also seinen Plan von gestern um und kraxelte in den Trümmerhaufen, der einst ein Flugzeug gewesen war. Das gestaltete sich mit einem gebrochenen Bein mehr als schwierig und nicht nur einmal schnitt Leon sich schmerzhaft an einer Metallkante oder einem Splitter. Fluchend plagte er sich durch die Trümmerhaufen, doch im Inneren fand er, was er suchte. Das kleine Wägelchen, welches die Flugbegleiterinnen durch die Gänge schoben, lag eingeklemmt in einer Ecke. Mit stetigen, schmerzerfüllten Keuchen kämpfte er sich durch die Stahlhöhle. Oben auf dem Wagen lagen einige Wasserflaschen und Snacks wie gesalzene Erdnüsse. Gierig stopfte er sich alles in die Taschen, was er finden konnte, und erblickte mit Entzücken einen Karton mit mehreren Wodkafläschchen, die er sich ebenfalls in die Tasche stopfte. Er hangelte sich mehr schlecht als recht wieder nach draußen, wo er keuchend zusammenbrach, gepeinigt von seinen pochenden Beinschmerzen. Die Kletterpartie hatte ihm nicht gut getan und die Schmerzen nahmen zu. Eilig kramte er eine Wodkaflasche aus seiner Tasche und leerte sie in einem Zug. Beim letzten Tropfen allerdings verschluckte er sich, denn er hatte nun endlich begriffen, was ihn nach seinem Aufwachen gestört hatte. Etwas war definitiv anders als gestern. Die Leichen. Sie waren fort. Sie alle. Entsetzen ergriff ihn. Wie verflucht noch eins konnten die unzähligen Leichen über Nacht verschwinden. Blut war auch keines mehr da. Wie war das möglich? War ein Rettungsteam in der Nacht eingetroffen und hatte die Leichen entfernt? Nein. Das machte keinen Sinn. Er lag gut sichtbar vor dem Wrack und hätte gesehen werden müssen.
Und wieso sollten diese sogar das Blut aufwischen und alle Trümmer des Wracks liegen lassen? Das ergab alles keinen Sinn. Ein Rascheln ertönte aus dem Dickicht und Leon schnellte herum, begleitet von weiteren Schmerzen in seinem Bein. In der Richtung, aus dem das Geräusch gekommen war, konnte er nichts erkennen. Das Gebüsch war schlicht zu dicht. War das ein Raubtier? Oder gar Rettungstruppen? Leichte Panik ergriff ihn. Noch bevor er den Gedanken weiterführen konnte, hörte er rasche Schritte in seinem Rücken. Ein Surren erklang und im nächsten Moment spürte er einen gleißenden Aufprall an seinem Hinterkopf. Etwas Hartes und Schnelles hatte ihn am Kopf getroffen. Alles wurde schwarz. Ein drittes Mal seit seinem Absturz erwachte Leon, diesmal nicht am Ort seiner Ohnmacht, sondern am Rande einer Lichtung. Es war bereits wieder dunkel und Leon konnte nur spärlich erkennen, was sich vor ihm befand. Was er aber sofort erkannte, war, dass er gefesselt war und das in einer aufrechten Position. Scheinbar war er an einem hölzernen Kreuz festgebunden, den Blick in Richtung Dickicht. Seine Arme und Beine waren gespreizt, fixiert und ausgebreitet. Sofort begann er panisch zu zappeln und an seinen Fesseln zu zerren, doch es half nichts. Schnell verstummten seine Bemühungen wieder. Hinter ihm nahm er die Geräuschkulisse wahr. Es hörte sich an, als ob Dutzende von Menschen hinter ihm sangen. Trommeln wurden gespielt und Rasseln wurden geschwungen. Der Gesang und die Musik, wenn man sie so nennen wollte, drang durch Mark und Bein. Angstschweiß trat auf seine Stirn und sein Mund wurde trocken. Wenigstens vergaß er angesichts dieser surrealen Situation die Schmerzen in seinem Bein. Er konnte den Kopf nicht genug drehen, um die Szenerie zu beobachten, aber Leon dachte sich seinen Teil. Panik kam in großen Wellen über ihn. Hatten ihn tatsächlich ein primitiver Stamm mitten im Dschungel gefangen genommen? Waren es Kannibalen? Warum war er dann noch am Leben? Was zur Hölle wollen diese Barbaren von ihm? Noch bevor er in diesen düsteren Gedanken verzweifelte, trat jemand in sein Sichtfeld. Es war ein Mann. Oder war es ein Affe? Auf jeden Fall hatte er sehr dunkle Haut, war mit dichtem Körperhaar überzogen, welches zu struppigen Zöpfen geflochten war, und hatte stechende Augen. Das Gesicht war eindeutig menschlich und auch sein Blick war von humanoider Intelligenz geprägt. Seine Haltung jedoch war gekrümmt wie die eines Schimpansens. Die Arme waren länger als die eines Menschen und sahen kräftig aus, wie geschaffen zum Klettern oder zum Halsumdrehen. Die Erscheinung war durch und durch angsteinflößend und Leon blickte die Gestalt sprachlos an. Seine Panik verstärkte sich. Der Affenmensch kam mit seinem Gesicht näher an seins und musterte ihn eingehend. Geifer floss aus dem menschlichen Mund, welcher allerdings mit deutlich längeren und spitzeren Zähnen geziert war, als es eigentlich normal war. Die Haut, die nicht von Fell oder Haar oder was auch immer bedeckt war, waren von primitiven Tattoos überzogen, welche an die Maoris erinnerte. Nun löste der Tiermensch seinen Blick von Leon und brüllte. Die Hände trommelten auf seine Brust und das Wesen sah euphorisch aus. Es blickte über Leons Schulter und machte bestätigende Laute. Diese wurden sofort erwidert von mehreren Stimmen, wohl Stammesmitglieder des Wesens, aus Leons Rücken. Tosendes Gebrüll erklang und die Trommeln hörten auf zu spielen. Die Lichtung vor Leon wurde in schwaches, oranges Licht getaucht, da scheinbar ein Feuer hinter ihm angezündet wurde. Die ganze Situation war absolut surreal und Leon zitterte am ganzen Leib. Er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Panik durchfloss seine Adern und er wusste, dass diese Geschichte ganz sicher kein gutes Ende für ihn haben würde. Genau wie dieser Film. Wie hieß der noch gleich? Verdammt. Der euphorische Affenmensch sprang wieder in sein Blickfeld und zog eine schartige, kurze Klinge. Sie sah primitiv und schmutzig aus. Bedrohlich wedelte das Wesen damit vor seinen Augen. Leon näste sich ein und wusste, seine Zeit war nun gekommen. Er schrie angsterfüllt aus voller Kehle. Doch der Affenmensch störte sich nicht an seinem Geschrei, kam näher mit der Klinge und machte sich an Leon zu schaffen. Schmerzhaft ritzte das Wesen etwas in Leons Brust. Er konnte das Blut fühlen, das an seinem Körper herunterlief und auf den Boden tropfte. Schmerzen erfüllten ihn und seine Atmung kam stoßweise und keuchend.
Nach einer gefühlten Ewigkeit schien der Affenmensch fertig zu sein und trat einen Schritt zurück, begutachtete mit leerem Blick sein Werk. Er schien zufrieden zu sein, denn erneut trommelte er auf seine Brust und brüllte stolz. Die Trommeln erstarben schlagartig, der Gesang, der bis eben noch anhielt, verstummte. Absolute Stille herrschte. Leon wusste nicht, was nun passieren würde. Wird ihm gleich ein Speer von hinten reingerammt? Wird seine Kehle durchgeschnitten? Er weinte und ließ alle Hoffnung fahren, wissentlich seine letzten Atemzüge machend. Nur sein leises Schluchzen erfüllte die Lichtung, bis ein Rascheln erklang vor ihm im Dickicht, welches das Feuer trotz flackernden Schein nicht durchdringen konnte. Leon sah auf und blickte auf die Bäume weiter entfernt vor ihm. Sie bewegten sich, krachten und ächzten unter dem Gewicht von dem, was sich da langsam aber sicher durchs Unterholz kämpfte. Leon riss die Augen auf. Sollte eine Raubkatze ihn holen? Wurde er hier der Fauna geopfert? Nun zitterten auch die hohen Büsche direkt vor ihm und was auch immer da auf ihn zukam, war nun nur noch wenige Meter von ihm entfernt. Ein Horn schob sich aus dem Gebüsch hervor ins Licht des Feuers und woran eben dieses Horn befestigt war, raubte Leons restlichen gesunden Verstand und ließ ihn erneut laut aufbrüllen. Der absolute Schrecken war vor ihm erschienen. Ein Geschöpf stapfte auf dem Busch, mit nur einem einzelnen Horn bestückt, welches sicherlich 3 Meter lang war und tödlich spitz. Der Kopf erinnerte an einen Büffel, merkwürdig groß für den restlichen, zotteligen Körper. Der Körper war plump und das Wesen bewegte sich auf allen Vieren gemächlich auf Leon zu. Es sah alt aus, nicht alt im Sinne von betagt, sondern alt und ehrwürdig, machtvoll und beängstigend und hungrig. Es öffnete sein Maul, welches vertikal bis über seine Brust lief. Das Wesen bäumte sich von seinem vierbeinigen Gang auf seine langen Hinterbeine und stieß einen Laut aus, der mit nichts vergleichbar wäre, was Leon jemals gehört hätte. Die ganze Welt schien unter diesem ohrenbetäubenden Lärm zu erzittern. Blut lief aus Leons Ohren und er konnte nichts mehr hören. Sein Blick auf das Wesen wurde immer mehr getrübt, als würde nun schon der Blick auf dieses furchteinflößende Geschöpf reichen, um sein Leben zu beenden. Das Wesen stand nun genau vor dem katalonischen Leon und musterte ihn mit seinen Augen. Es besaß 5 davon und sie spiegelten Weisheit und Zorn, Blut und Segen, Trost und Panik aus. Man konnte die schiere Präsenz dieser Entität nicht in Worte fassen, aber Leon war klar, dass dieses Wesen älter als dieser Wald war, ja, gar älter als die Welt selbst. Geifer lief aus Leons Mund und seine Denkfähigkeit ließ immer mehr nach. Das Wesen war nun direkt vor seinem Gesicht und schaute ihm tief in die Augen, tief in seine Seele. Leons Geist driftete ab und er sah sein ganzes Leben vor seinem inneren Auge vorbeiziehen. Mehr noch. Er sah Weisheiten, die lange vergessen waren, sah tief in die Geschichte des Waldes, sah Dinge, die keine sterbliche Seele sehen sollte. Seine Welt geriet aus den Fugen und vergaß Dinge, die er dachte nie zu vergessen. Er spürte noch, dass dickes Haar aus seiner Haut sprießte, seine Arme wurden länger und fester, sein Rücken krümmte sich, soweit es seine Fesseln zuließen. Das Wesen vor ihm brüllte noch einmal. Tiefe Liebe für diese majestätische Gottheit durchströmte nun den Affenmenschen, der einst Leon war und der nun von hinten von seinen Fesseln gelöst wurde. Und er stimmte in das Geheul der Entität ein, wissend, dass er seinen Platz gefunden hatte, dass er diesen Wald beschützen und der ungeheuren Gottheit vor ihm dienen würde. Sie waren alle eins mit dem Wald und ihrem Schöpfer und eins mit der grünen Welt, auf ewig und immer da. Stumm reihte er sich in die Reihen seiner Artgenossen ein, die hinter ihm auf ihn warteten und ihn brüllend begrüßten. Wie hieß dieser Film nochmal? Dann versiegte sein Gedankenfluss für immer.